So, das will ich jetzt keinem vorenthalten. Wir hatten ja am Wochenende gegen den Start 5-6-3 gespielt und Spieler Chill extrem stark. Also da gab es bei uns auch nur zwei, drei Spieler, die dort hätten vielleicht was entgegensetzen können. Ansonsten, das war wirklich der Oberhammer. Doch ein sehr fairer Spieler gewesen. Hat uns nicht böse oder sonst was, sondern hat uns wirklich spielen lassen. Und dafür bekommt jetzt dieser Spieler ein kleines Dankeschön. So, und zwar haben wir ja aus diesem wunderschönen Event die Goldtrophäe 8035 Player. Da ist er. So, haben wir noch irgendeinen spannenden Text hier rein. Sekunden erfahren Sie, wie Sie dafür sorgen, dass Ihre Kinder frühmorgens nicht die Sportsachen vergessen. Jetzt bei Radio PSR, der kleine Erziehungsratgeber, die Familienkomödie. Viele Kinder vergessen morgens ihre Sportsachen. Also ich eigentlich nicht, auch nicht. Ich weiß nicht, wer dann meint. Ich kann's nicht sagen. Voraussetzung dafür, dass die Sportsachen nicht vergessen werden, ist... Mama erinnert mich daran. Ja, daran sollte die Erziehungsberechtigte schon denken, wenn sie ihre Kinder weckt. Da möchte ich schon sein zärtlich geflüstertes Sportsachen hören. Ja, und dann, wenn man aus dem Bad kommt. Sportsachen. Wenn man in die Küche geht. Vor Müsli. Nach dem Müsli. Sportsachen. Und auch während des Müsli. Wichtig ist... Dieses Wort Sportsachen muss morgens so. Ich denke, so kann man es rausschicken. Trophäe der Ehre verliehen vom Start 516 für faires Spielen, Spielen und den gemeinsamen Spaß beim Event. So, und zack, da war es raus. Das ist wirklich schade. An irgendeiner Stelle vergessen Sie das immer. Da ist das Problem. Und da besteht eindeutig Verbesserungsbedarf. Eben. Und darum rasen kann man mal machen. Wie gesagt, gibt es ja, glaube ich, jetzt aktuell auch wieder. Oh, das ist aber nett. Weiß gar nicht, womit ich das freigeschalten habe. Ach ja, mit Allianzhilfen. Alles klar. Ja, gibt es glaube ich jetzt auch gerade wieder hier. Ach nee, ist leider down. Ja, hier in dem Event gab es das. Ist gar nicht so schwer, das zu kriegen. Einfach mal Truppenbeschleuniger sammeln und dann einfach nur Truppen ausbilden ohne Ende. Und schon kommt man hier in das Top-Ranking rein. Ist jetzt nicht so schwer, kann man machen. Speed-Ups gibt es ja wirklich in vielen, vielen Events mittlerweile. Wenn man die, wie gesagt, mal eine Weile sammelt und dann hier eben, weil man halt auch mal hier Erster, Zweiter, Dritter oder so sein möchte, um da so ein paar Rewards abzugreifen, ja, sollte eigentlich nicht schwer sein, das hinzukriegen. Ja, in diesem Sinne, Grüße gehen raus an Chill. Danke für das faire Gameplay am Wochenende. Ja, hat wirklich mega Spaß gemacht. Danke auch an den ganzen Start 563. War wirklich sehr, sehr cool. Also, ja, dem kann man eigentlich nichts anderes weiter hinzufügen. Ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr euch reingeklickt habt in das Video. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr auch mal so ein Item geschenkt haben wollt, lasst doch einen Kommentar da, ein Abo oder ein Like. Und ja, dann schauen wir mal, was geht. In diesem Sinne, tschüss mit euch.